Selbst im Inselparadies Phuket scheint die Sonne nicht jeden Tag. Und dann muss man schauen, was man macht. Und eigentlich ist es ganz einfach. Man fährt in die Stadt. Aber das natürlich möglichst abwechslungsreich. Wir schlendern durch ein paar hübsche Straßen in der Altstadt von Phuket Town, besuchen Tempel zum Beten und Tempel zum Shoppen. Und es geht auch in einen ganz anderen, riesigen Supermarkt, in dem man eigentlich nur Einheimische trifft. Und dazwischen gibt's auch immer mal Zeit für ein nettes Café zum Abkühlen und Entspannen. Vergesst heute also mal das Hotelfrühstück und kommt mit auf diesen schönen Tagesausflug auf Phuket, abseits der Strände. Unser erstes Ziel am Morgen ist die schöne Talang Street in der Altstadt von Phuket Town, die als erste frei von den sonst allgegenwärtigen überhängenden Stromkabeln war. An Sonntagen verwandelt sie sich üblicherweise als Walking Street zum Touristenmagneten. Ich liebe sie außerhalb dieser Stoßzeiten und momentan ist sie fast ohne Touristen sehr ruhig und beschaulich. Hier sind wir ganz im Zentrum von Phuket Town und vor ein paar Jahren hatte jemand eine richtig gute Idee und die Häuser einiger Straßenzüge hier wurden zurückgebracht in das Aussehen der guten alten Zeit. Sie haben ihre Schönheit zurückbekommen mit ihren Farben und vor ein paar Jahren davor noch sah es hier teilweise ganz anders aus. Es war so richtig hässlich. Runtergekommene Häuser gab es hier zu sehen, also echt schlimm. Aber das ist jetzt vorbei. Und jetzt beherbergen diese Häuser wieder hübsche kleine Geschäfte mit Kleidung. Natürlich auch Tourismusgeschäfte, ist ganz klar. Aber auch traditionelle so Textilien kann man kaufen. Und auch die eine oder andere Antiquität, die man ausführen darf. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und dann gibt es hier sehr schöne kleine Boutique-Hotels. Und auch das ein oder andere richtig schöne Café, was dann anders aussieht als so das Standard-Café. Natürlich sind jetzt einige Geschäfte hier auch geschlossen wegen der Krise. Aber das wird sich auch bald wieder ändern. Da bin ich ziemlich sicher, der Tourismus wird ziemlich stark hier wieder zurückkommen. Und bis dahin kann man einfach einen ruhigen Nachmittag hier beim Schlendern genießen, alles bewundern, ein bisschen durch die Geschäfte durchgehen mit nicht zu vielen Leuten drinnen. Das ein oder andere Stück kaufen vielleicht. Die Leute freuen sich natürlich, wenn sie ein bisschen was verkaufen können. Hier ist es ja durchaus nicht so einfach für die meisten. Und dann natürlich muss man den ein oder anderen Kaffee auch genießen. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich richtig Lust auf einen Kaffee. Jedes Mal, wenn ich in Phuket bin, muss ich zumindest einmal in dieses Café hier gehen. Denn ich mag wirklich sehr diesen Mix aus Café und Buchladen und Geschenkeladen und auch Bücherei eigentlich. Denn wenn man hier seinen Kaffee genießt, kann man auch ein Buch nehmen, ein bisschen lesen und dann wieder zurückstellen. Also ist ziemlich nett. Dann schmeckt der Kaffee hier wirklich gut. Ich habe heute Cappuccino Yen, also geeisten Cappuccino und das Ganze jetzt mal ungesüßt. Man kann es mit flüssigem Zucker haben und auch ohne. Und dann schaut man hier auf diese Loft-Atmosphäre, die man eigentlich eher in New York oder London erwartet. Und also damit ist es auch ziemlich verschieden von anderen Cafés hier in Thailand. Und das, obwohl ja in Thailand man wirklich Ahnung hat von Innendesign. Was ich auch sehr mag, sind diese kleinen Reminiszenzen an, wie mal Buchdruck früher aussah, nämlich mit diesen Metallplatten. Ja, und dann hat man also hier seinen schönen Kaffee, schaut auf diese Atmosphäre und ich kann nur sagen, wenn ihr mal nach Phuket reinkommt, kommt hier rein, es lohnt sich, genießt den Kaffee und euch selbst. Wer gerne vegetarisch isst, sollte von hier ins Taxi oder Tuk-Tuk steigen und die Gegend um den chinesischen Jui Tui Schrein besuchen. Und das muss man auf jeden Fall mit einem Besuch des Schreins und des danebenliegenden chinesischen Tempels Quan Im Tng verbinden. Die beiden Heiligtümer gehören zu den ältesten Tempeln der Inseln und sie sind ein zentraler Ort beim jährlichen spektakulären Vegetarian Festival. Auch wenn das Areal nicht groß ist, kann man gut eine halbe Stunde hier verbringen, um die besondere Atmosphäre einzuatmen. Thank you.
Von einem der ältesten Tempel der Insel geht es nun zu einer der neuesten Tempelattraktionen Phukets, zum Big Buddha Phuket. Wenn man ihn aber von der Südwestküste aus direkt besucht, lohnt sich auf dem Weg ein Stop im Hill Café an der Straße zwischen Rawai und Kata Beach in der Nähe des Karon Kata Viewpoint. Es ist ein Café mit ausgezeichnetem Espresso oder Cappuccino und besonders hervorragenden Kuchen und Croissants und sogar erstklassigen Macarons. Man kann kühl drinnen sitzen oder auf der Gartenterrasse einen Eis-Cappuccino oder eiskalte Yuzu-Limonade genießen, bevor es weitergeht. Der Big Buddha ist von weitem zu sehen, sowohl von der Westküste als auch von der Chalong-Bucht. Der Sockel und das Innere der gigantischen Buddha-Figur ist immer noch nicht fertiggestellt und die Corona-Krise scheint das weiter zu verzögern. Auf jeden Fall ist aktuell aber der perfekte Zeitpunkt für einen Besuch. So für sich, in Ruhe und Besonnenheit, wird man diesen Ort nie mehr haben. Ich liebe ja einsame, schöne Strände, aber hier oben zu sein, beim Big Buddha von Phuket, eine der Hauptattraktionen der Insel, ist schon auch ein ziemliches Privileg. Man ist hier wirklich ganz allein. Es gibt hier diese unglaubliche Ruhe. Und vor 2 Jahren war ich ja schon mal hier für meinen Beach Report und da musste ich mich durch hunderte und hunderte schreiender Touristen kämpfen. Das war überhaupt nicht schön. Und heute hört man eigentlich nur das Geräusch von diesem Gong, der hier an der Kette knarzt. Und dann Musik von weit weg unten im Dorf. Apropos Musik, als ich ankam, war ich kurz so ein bisschen berührt, weil ich habe buddhistische Mönche gehört beim Gesang und fand es doch schön, dass sie dann auch hier im leeren Tempel singen. War aber falsch, denn es kam vom Band und es klang auch ein bisschen zu poliert, um echt zu sein. Ansonsten wundere ich mich so ein bisschen. Der Tempel wird ja durch Spenden errichtet. Man kann also Marmorplatten hier spenden und dann wird der Name vielleicht auch eingeritzt. Aber der Tempel müsste eigentlich schon längst fertig sein und es gibt so viele Spenden. Also es wundert mich wirklich, dass der immer noch nicht fertig ist. Es wird schon einen Grund geben. Keine Ahnung, vielleicht wisst ihr es. Jetzt sieht es so aus, als würde es gleich wieder anfangen zu regnen. Also, weiter geht's. Auf unserem Weg zum nächsten großartigen Tempel machen wir Halt im Dschungel. Wir besuchen die drei berühmten Affen im Three Monkeys Café and Restaurant im Wald bei Chalong, in dem auch die Baum-Ziplines von Hanuman World zu finden sind. Ich habe das Café auch in meinem großen Phuket-Essensführer vorgestellt, aber es ist doch zu schön, um es deshalb hier unerwähnt zu lassen. Mitten im Wald liegt dieses Café, in dem man nicht nur Kaffee trinken kann, sondern sich durchaus auch einen Moment oder zwei in kindlicher Bewunderung verlieren kann. Man geht durch Blumenreigen und über Brücken, an futuristischen Glaspavillons vorbei, über die Baumkronen und an jeder Ecke gibt's was zu entdecken. Aber natürlich kann man hier auch das machen, was man im Café machen kann, eben Kaffee trinken oder auch was anderes. So, und hier im Three Monkeys Café habe ich mich nicht für Kaffee entschieden, sondern mal für was, was ich noch gar nicht hatte, nämlich das hier. Ein Tee aus Kaskara-Blüten und Ingwer. Habe ich noch nie gehabt und sieht wunderschön aus, hier fast alles, was Essen und Trinken und auch alles andere in Thailand angeht. Also das ist schon mal wunderbar. Hier gibt es auch den berühmten Kopi Luwak. Das ist ein Kaffee aus Indonesien, der ganz speziell fermentiert wird, nämlich ein Waldtier frisst die Kaffeebohnen, die Kerne werden ausgeschieden und daraus wird dann Kaffee gemacht. Ich hatte das tatsächlich schon mal in Indonesien. Schmeckt gut, fruchtig, auf eine Weise leicht und fruchtig. Aber ich habe das schon gehabt, muss es nicht 600 Baht dafür ausgeben, was ich schon hatte. Das hatte ich noch nie und war eine gute Entscheidung. So, und jetzt zeige ich euch noch, was man bekommt, wenn man hier einen Espresso Kokosnuss oder Kokosnuss Espresso bekommt. Größer geht ja leider nicht. Also der Kokosnuss Espresso ist so beeindruckend, dass ich fast vergessen habe zu sehen, wie es eigentlich schmeckt. Also, hier, man sieht, es ist wirklich Espresso in der Kokosnuss drin. Ne? Also,
Also schmeckt eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Es ist nur unglaublich, wahnsinnig, unbeschreiblich irre süß. Sehr süß. Es ist so ein bisschen die Eiscreme, die man aufgetaut hat. Und ich glaube, es ist Espresso mit Kokosmilch, also nicht mit dem reinen Kokoswasser wie hier. Gut. Aber es schmeckt. Unser nächster Stop ist am größten und bedeutendsten thailändischen Tempel Phuket, dem Wat Chai Long, einer weitläufigen Tempelanlage mit einer Vielzahl von Gebäuden. Der mehrstöckige Haupttempel hat mehrere Gebetshallen und von oben aus bietet sich ein schöner Ausblick auf die umgebenden Hügel bis hin zum Big Buddha. Der Wat Chai Long oder Chai Long Tempel gilt als der bekannteste, bedeutendste Tempel auf Phuket und ist auch der größte Tempel, buddhistische Tempel der Insel. Er gilt dem Andenken zwei Mönche, die hier im 19. Jahrhundert beim Aufstand der chinesischen Zinnarbeiter geholfen haben und Verwundeten beigestanden haben mit ihnen bekannten speziellen Heilpflanzen und Tinkturen. Heute ist es ein besonderer Wallfahrtsort. Die Leute kommen hierher zu beten, sie pilgern hierher, um Opfergaben zu bringen, oft in der Form von Feuerwerk oder eben Knallkörpern eigentlich. Wenn man das zum ersten Mal mitkriegt, dann erschrickt man doch ziemlich. Aber natürlich auch in Form von Blumen und natürlich auch knallhart in Form von Cash. Es ist vielleicht nicht ganz so ein spektakulärer Tempel, aber also nicht so spektakulär wie einige in Bangkok, in Chiang Mai, aber auch hier auf der Insel. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, den zu besuchen, besonders zu Feiertagen. Dann ist ja echt was los. Nur jetzt gerade eben nicht. Jetzt haben wir gerade die Corona-Zeit und es ist komplett leer. Deswegen kann ich hier auch ganz großzügig auf der Treppe erzählen. Vor den Tempeln fürs Gebet geht's nun aber zum schicksten Shopping-Tempel der Insel, zum Central Phuket. Der riesige Shopping-Komplex besteht aus zwei ähnlich großen Teilen, dem ursprünglichen Central und dem neuen, noch schickeren Central Floresta mit toller Innenarchitektur und fantasievoller Deko. Wenn es draußen mal wieder richtig schüttet, dann ist ein Gang in die Mall auch nicht schlecht. Ich bin kein Riesenfreund von Malls. Aber die hier ist schon beeindruckend. Viele große Pariser und Mailänder Designer sind hier vertreten. Es gibt schöne kleine Boutiquen für Schmuck und erstklassige thailändische Kosmetik, aber natürlich auch große Elektronikgeschäfte, wobei die Preise für neue Produkte nicht unbedingt günstiger sind als daheim. Und dann gibt's noch diesen Kofferladen, der oft super Angebote hat. Ich bin hier natürlich schwach geworden. Außerdem sehr beeindruckend sind hier die Kundentoiletten, die so gar nicht aussehen wie daheim im deutschen Supermarkt. Es gibt natürlich auch einen großen Supermarkt hier, der nicht ganz günstig ist, aber dafür sehr viele hochwertige Produkte anbietet. Will man wieder mal Kaffee oder was Kühles trinken, gibt es eine große Auswahl an Cafés, eines der allgegenwärtigen und sehr guten Amazon-Cafés und dann auch das True Café. Starbucks kann man da ruhig mal auslassen. Und wie auch im Report über Essen auf Phuket gezeigt, kann ich hier ganz besonders ein Getränk in guter, ruhiger Atmosphäre sehr empfehlen. Auch von außen macht das Central Phuket was her, aber nach dem Besuch dieses schicken Shopping-Tempels fahren wir jetzt noch zu einem zugegeben etwas ungewöhnlichen Ort für einen Ausflug, zu einem so gar nicht schicken Supermarkt, aber nicht weniger imposant und gigantisch groß. Und der Name sagt alles: Super Cheap.
Ja, und wenn man wirklich mal wie die Einheimischen hier einkaufen gehen will, dann geht man nicht irgendwo, wo es schick ist, sondern dann geht man hierher zu Super Cheap. Denn hier gibt es alles, also wirklich alles, was man braucht oder auch nicht braucht, super cheap, also super billig. Und es gibt wirklich im Grunde alles. Es ist der größte Supermarkt, den ich je auf der Welt gesehen habe, egal ob Amerika, die Riesendinger dort oder hier in Asien oder in Europa. Nirgendwo habe ich jemals was so Großes gesehen wie diesen hier in Phuket. Wahrscheinlich gibt es noch einen größeren in Bangkok, aber es ist wirklich sehr beeindruckend. Hier gibt es wirklich alles von allem in jeder Ausführung. Hier haben wir sogar verschiedenste Arten von süßen getrockneten Tintenfisch, aber es gibt natürlich wirklich alles bis hin zum Mofa, aber auch frische Sachen. Das Einzige, was es hier nicht gibt, das sind Klimaanlagen. Das heißt, die Klimaanlage gibt es nur bei der Kasse. Die kriegen also kalte Luft, der Rest muss hier in der Wärme rumlaufen, aber das macht ja nichts. So ist es halt. Früher gab es überhaupt keine Klimaanlagen. Ich weiß gar nicht, was hier gerade wieder verkauft wird. Alles mögliche andere von Trockenobst und Trockenfrüchten. Unglaublich aufregend, wenn Leute jetzt so Lebensmittel shoppen, affin sind wie ich, wie man anscheinend, glaube ich, gerade merkt. Jetzt haben wir diese ganzen breiten Bohnen und alles mögliche. Also totaler Wahnsinn. Also wenn man das genießt, sowas zu sehen, dann kann man hier Stunden verbringen in ziemlicher Faszination. Ja, und dann, ja, dieser riesige Laden, riesig, ist eigentlich so schon riesig, und dann merkt man in der Mitte, dass man erst die Hälfte erreicht hat. Der war früher in Holz gebaut und ist dann mal abgebrannt und wurde dann einfach nochmal gebaut in einer leichten Alu-Stahl-Konstruktion, würde ich das mal nennen. Sieht nicht so wahnsinnig stabil aus, aber ist es wahrscheinlich zumindest stabil genug, um es hier zu überstehen. Und hier sind wir bei einer ganz besonders tollen Abteilung. Das sind alle möglichen Arten getrockneter Tintenfische und getrockneter Fische, getrockneter Garnelen, getrocknete Chili. Also was man sonst nirgends zu sehen bekommt, das sieht man hier, oder was man sonst am Markt hier in Thailand nur sieht und sonst in Europa natürlich nie. Das ist hier zu sehen unglaublich spannend. Und hier liegen die Geheimnisse der thailändischen Küche zusammengemischt in den ganzen verschiedenen Currypasten in Thailand, die so einfach aussehen, aber doch sehr, sehr raffiniert gemacht sind. Die Obstabteilung ist natürlich auch spannend. Hier gibt es alle reifen Früchte der Saison zu sehen, wie am Markt, aber auch Äpfel, die für Thailand exotisch sind, wie bei uns eben Mangos. Und es gibt auch Zuckerrohr zu kaufen, als ganze Rohre und auch frisch gepresst als Saft. Und hier ist die berühmte thailändische Stinkefrucht, die Durian. Momentan gibt es hier die Durian Montong, heißt sie. Das ist so die, eigentlich heißt so die bessere Durian. Und die Leute, sieht man hier, die testen mit dem Stock, welche denn reif zu sein scheint. Das darf man auch, da liegt extra so rum der Stock. Und ja, wenn man die richtige gefunden hat, wird man sehr glücklich sein. Das Fleisch innen drin ist einfach fantastisch. Aber die Schale ist so hart, dass man leicht mit einer blutenden Hand heimgehen kann, wenn man nicht aufpasst. Und wenn man sie dann probiert, liebt man sie oder hasst sie für immer. Und hier haben wir noch was Besonderes, nämlich die unreife Papaya, Malago Dip. Und damit macht man den Somtam, nämlich den Papayasalat. Und das gibt es bei uns ja eigentlich nicht. Sie ist innen noch grün und eben säuerlich, nicht orange und süß. Und zum Abschluss noch was ganz Besonderes, die Jackfruit. Mit die größte Frucht, die man so kaufen kann, riesig groß. Und normalerweise kauft man nur die Fruchttaschen innen drinnen. Auf jeden Fall toll zu sehen, denn hier sieht man mal die ganze Frucht. Will man aber noch frischeres Obst kaufen, bietet sich eine Fahrt Richtung Flughafen an. Hier stehen an der Hauptstraße einige Stände der Ananasverkäufer. Die Früchte kommen direkt von den Feldern daneben, und die Ananas hier, die Phuket Pineapple, hat besonders guten Geschmack und Textur. Sehr schön zu Beginn der Regenzeit sind auch die vielen reifen Früchte, und unter anderem dann jetzt auch hier wieder Ananas. Die werden hier in der Nähe des Flughafens alle angebaut, da sind die vielen Felder, und dann werden sie hier in der Straße zum Flughafen verkauft an den Ständen. Wunderbar, schon vorgeschnitten kann man sie haben, 3 Tüten für 50 Baht. Wirklich ganz toll, freue ich mich schon drauf. Also Ananas frisch vom Feld ist schon was ganz Tolles. Schau, es ist so schön geschnitten, man kann sie direkt so halten und essen.
Und die sind so aromatisch und so gut. Ein Café, das ich ganz zufällig auf dem Weg zum Bang Bae Wasserfall fand und ins Herz geschlossen habe, liegt abseits im Nordosten der Insel. Ich habe es in meinem Strandreport vorgestellt, aber es lohnt sich wirklich zu besuchen, daher hier nochmal der Hinweis. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bang Bae Wasserfall und war eigentlich nur auf der Suche nach einem Ort, ein bisschen mit Aircondition und vielleicht auch mit der hübschen Toilette. Und was ich gefunden habe, ist eine Oase im Nirgendwo. Ein wunderschönes Café namens Delight bei Cake My Day. Also schon mal ein hübscher Name. Und schaut mal, wie schön es ist. Es ist wirklich total in der Pampa gelegen. Aber so ein schönes Café. Hell und wunderschön eingerichtet. Mit einer sagenhaft schönen Kuchenvitrine. Wie sie auch so eigentlich in der Stadt nicht so immer zu finden ist. Also ganz toll. Und jetzt schaut noch mal, was ich hier gekriegt habe. Das ist ein geeister Cappuccino und hier ein Japanese Cheesecake, also japanischer Käsekuchen. Also eine ganz luftige, lockere Version vom regulären Käsekuchen. Auf jeden Fall kommt ihr mal zum Wasserfall Bang Bae oder ihr müsst zur Insel hier übersetzen vom Aubo Pier, zum Beispiel nach Naka Island Resort. Dann macht hier einen Stopp. Es lohnt sich wirklich sehr. Eine absolute Entdeckung. Es schmeckt wirklich himmlisch. Mit diesem kulinarischen Highlight endet unser Ausflug abseits der Strände von Phuket. Aber vergesst nicht, dass gleich neben diesem Café der Bang Bae Wasserfall ist, den man im Moment noch mit etwas Glück ganz allein besuchen kann, inklusive einem Bad im kalten, klaren Wasser, mitten im Dschungel allein unter dem Wasserfall, wie ich es in meinem Beach Report zeige. Nach langer Isolation öffnet sich nun eine ganze Region wieder und von Phuket kann man nun endlich auch wieder umliegende Provinzen besuchen. Allein schon die Überquerung der Brücke in die Provinz Phanga lohnt sich. Hier gibt es nach kurzer Autofahrt vieles zu entdecken. Hier gibt's Tempel mit liegenden Buddhas in Höhlen und mit vielen Affen und auch einen wie verlassen wirkenden Tempel mit einem großen Skulpturengarten mit Abbildungen der buddhistischen Hölle. Ja, sowas gibt's auch. Dazu gibt's eine ganze Reihe schöner Wasserfälle und wunderschöne Landschaften mit ihren Kalksteinfelsen. Auch die Inseln der Phanga-Bucht kann man nun wieder mit dem Boot besuchen und bewundern. Und im Osten und Süden Phukets warten die Provinzen Krabi und Trang mit unzähligen Traumstränden und Trauminseln auf die wiederkehrenden Besucher. Für die Natur brachte die Corona-Krise eine große Erholung. Für die Menschen hier endet bald eine sehr harte Zeit des Durchhaltens. Aber der Tourismus wird hier natürlich sehr bald mit aller Kraft wieder zurückkommen. Und natürlich wird es von mir neue Berichte dann aus dieser Gegend geben. Von Phuket und weit darüber hinaus. Und ich freue mich schon darauf, sie euch dann präsentieren zu dürfen. Bleibt also dabei, abonniert den Kanal direkt jetzt und dann sage ich mal, bis bald hier bei Travel Sing Fly.